Eine gute Beweglichkeit steht für Bewegungsfreude und Bewegungsfreiheit. Dass uns Beweglichkeit fehlt, merken wir häufig erst an kleinen Dingen des Alltags, wenn plötzlich das Schuhbinden nicht mehr so ganz leicht vonstatten geht, wenn wir die Arme nicht mehr weit über den Kopf hinausstrecken können oder auch das Drehen der Wirbelsäule einfach nicht mehr mit Leichtigkeit stattfinden kann. Lange Zeit dachte man, dass die Muskulatur dafür zuständig ist und die Muskulatur uns in unserer Bewegung eingrenzt und einengt, gemeinsam mit den neuralen Toleranzen. Mittlerweile wissen wir aus der faszialen Forschung, dass auch das Bindegewebe, also die faszialen Strukturen, einen entscheidenden Einfluss auf unsere Beweglichkeit haben. Das ist vor allen Dingen die Architektur, wie uns das Fasernetzwerk vorliegt. Der Fibroblast, unsere Bindegewebszelle, ist derjenige, der das Kollagen produziert. Der braucht seinen Trainingsreiz und diesen Trainingsreiz bekommt er über Zugspannung, über intensive Zugspannungen. Und dann fängt er an, kleine kollagene Einheiten zu produzieren, die sich innerhalb von 30 Minuten bis 4 Stunden zu größeren Kollagensträngen zusammenfinden. Und dann fehlen variantereichen Bewegungen, großräumige Bewegungen, multidirektionale Bewegungen, dass daraus eben ein großes Fasergitternetzwerk entsteht, das uns eine große Bewegungsamplitude zur Verfügung stellt. Das ist eben ganz, ganz entscheidend, dass wir in diesen Verlinkungen, in diesen Verbindungen dieser unterschiedlichen kollagenen Einheiten sehr, sehr variantenreich aufgestellt sind. Wenn das der Fall ist, dann geht auch die neurale Toleranz mit hoch. Das heißt, auch unsere Nerven erlauben uns mehr Bewegungsreichweite und mehr Dehnamplitude. Zusätzlich ist es das Flüssigkeitsbett, in dem auch das kollagene Netzwerk liegt. Je feuchter, je besser durchflutet das System ist, desto besser können diese ganzen Einheiten gegeneinander gleiten und dementsprechend steigt auch dann wieder unsere Bewegungsreichweite. Also es ist wieder eine Verbindung von Fasern, kollagenen Einheiten, der Flüssigkeit letztendlich, unserem faszialen System, der Muskulatur, der Muskelzelle und letztendlich die neurale Toleranz, die uns diese Bewegung zur Verfügung stellt. So, für uns ist es wichtig, dass wir ein paar Gesetzmäßigkeiten haben, an denen wir uns orientieren für unsere Fascia-Stretch-Stunde. Da orientieren wir uns erstmal an den großen myofaszialen Leitbahnen. Das ist vielleicht auch das, was am besondersten ist, was anders ist zu dem Dehnen früher, dass wir uns nicht mehr unbedingt an der Muskulatur nur orientieren und den Ansatz Punkten und dem Ursprung der Muskulatur, sondern dass wir weiterdenken in die myofaszialen Leitbahnen hinein, in die Einheiten von Muskel und Bindegewebe und denken dabei immer von einem Körperende zum anderen. Und danach orientieren wir uns an diesen großen oberflächlichen Leitbahnen des Körpers, also an der Frontallinie, die von den Zehenspitzen hochzieht bis zum Beckenkamm und in zweiter Linie vom Schambein hoch bis an die hinter das Ohrläppchen, also über den Kopfwender an dem hinter dem Ohrläppchen ansetzt, dann sind es die lateralen Linien, die die Körperseite vom Fuß hoch bis zum Kopf her umspannen. Dann ist es die große Rückenlinie, die von den Zehengrundgelenken über die Fußsohle, über das Fersenbein, den Calcaneus hochzieht, über die Wade hoch bis zum Becken und dann letztendlich den ganzen Rücken umspannt, sogar über den Kopf bis hin zu den Augäpfeln. Auch die Kopfposition ist also bei allen Dehnungen da ganz, ganz wichtig und entscheidend, sowohl wie der Fuß steht, wann die Zehen sich spreizen, wann der Fuß flexiert ist, wann er gestreckt ist, wann der Kopf sich einrollt, wann er sich nach oben bewegt. Und letztendlich haben wir dann noch die großen spiraligen Linien des Körpers, die wie eine große Doppelhelix den Körper umspannen und hier einmal für die Stabilität des Körpers sorgen, zum anderen da eben auch in der Dehnung viel, viel Rotation von uns fordern. So, das sind also diese vier großen Leitbahnen, vorne, Seite, Spirale und hinten, an denen wir uns orientieren. Dann geht es um intensive Dehnungsreize, weil der Bindegewebe oder die Bindegewebszelle, der Fibroblast, der braucht eben einen intensiven Dehnungsreiz, damit er anfängt mit seiner Kollagensynthese, damit überhaupt der nächste Schritt zur Synthese passiert. Dafür brauchen wir also wirklich die Dehngrenze, die wir erreichen wollen. Manchmal ist es sogar so, dass wir dann an dieser Dehngrenze noch kleine intermittierende, federnde Bewegungen mit integrieren, um auch wieder die Qualität des Kollagenstrangs so ein bisschen zu verändern, weil dieser liegt uns in einer Doppelhelixschleife vor,
das also in sich spiralisiert und mit den Federungen nehmen wir so ein bisschen Einfluss darauf, wie die Rückstellkräfte auch tatsächlich dann umgesetzt werden und wie stark dieser Kollagenstrang spiralisiert wird. So, dementsprechend haben wir lange Dehnungen, intensive Dehnungen, leichte Federungen, dann brauchen wir flüssige Bewegungen, das ist der Bewegungsflow, mit dem wir trainieren. Der wirkt so ein bisschen mehr auf die Grundsubstanz, auf die Flüssigkeit in dem faszialen System, die uns im Normalfall sehr viskös, sehr zähflüssig vorliegt. Und je wärmer wir werden, desto flüssiger wird sie, desto besser wird sie transportiert, desto höher geht die Stoffwechselrate nach oben und vor allen Dingen desto geringer wird der Reibungswiderstand und die ganzen Einheiten, ob es jetzt fasziales Gewebe ist oder muskuläres Gewebe ist, kann einfach besser gegeneinander gleiten und damit letztendlich auch wieder der Bewegungsradius steigen. Und von daher haben wir da schon eine ganze Menge an unterschiedlichen Leitlinien, die wir mitnehmen müssen. Flüssigkeiten verschieben, große Bewegungen beüben, im Full Range of Motion arbeiten. Das heißt hier schauen, dass sowohl die Gelenke maximal weit bewegt werden, wie auch letztendlich das ganze System über die Extremitäten groß bewegt wird. Wir arbeiten also im vollen Gelenkradius, sehr variantenreich mit unserem Körper, multidirektional im Raum. So, und wenn wir das alles berücksichtigt haben und das Ganze zur schönen Bewegungsverbindung zusammengebaut haben, dann steigert das die Bewegungsqualität, aber letztendlich auch die Belastbarkeit des passiven Bewegungsapparates, das heißt mindert letztendlich wieder unsere Verletzungsanfälligkeit. Viel Spaß mit Fascia Stretch.